Horses and Dreams in Hagen am Teutoburger Wald. Einer der großen deutschen Turnierklassiker. In diesem Jahr mit dem Partnerland Jordanien. Das Starterfeld im Springreiten so hochklassig wie niemals zuvor. Neben deutschen Topreitern wie Markus Baerbaum, Hans-Dieter Dreher und Marco Kutscher sind die aktuell weltweit besten internationalen Reiter zu Gast. Darunter Sergio Alvarez Moya. Der charmante Spanier ist nach einem Beinbruch wieder top in Form und gewann zuletzt ein internationales Springen auf der Global Champions Tour Etappe in Miami. Sergio, du bist in guter Form. Die Saison hat gut für dich begonnen. Zuletzt haben wir tolle Runden von euch gesehen bei der Global Champions Tour in Miami. Wie sieht's denn mit der aktuellen Form hier in Hagen aus? Well, to be honest, Miami was a bit early for me. Ja, um ehrlich zu sein, Miami war ein bisschen früh für mich. Ich habe meine Knie gebrochen bei der Sunshine Tour im Februar, aber ich konnte nicht mehr absagen. Deswegen bin ich hingefahren und konnte eine Prüfung mit Charmeur gewinnen. Ja, jetzt Hagen. Ich muss selbst noch ein bisschen fitter werden. Meine Pferde springen gut, aber ich bin selbst noch nicht bei 100%. Wie ist denn dein Eindruck hier von Horses and Dreams in Hagen? Das letzte Mal war ich da 2002 zu den Europameisterschaften der Junioren. Na, es hat sich schon ein bisschen verändert seitdem. Und wenn das Wetter gut bleibt, dann haben wir ein richtig schönes Wochenende. Harry Charles, der erst 19 Jahre junge Brite und Sohn des legendären Peter Charles, war letztes Jahr bereits auf 4-Sterne-Niveau erfolgreich. Nach 6 Wochen Sunshine-Tour in Spanien, wo er seinen ersten 4-Sterne-Grand Prix gewinnen konnte, will er nun in Hagen angreifen. Penelope Le Prévent, die attraktive Französin, ist zum ersten Mal in Hagen. Bei bisher 5 Starts blieb sie 5-mal fehlerfrei und gewann bereits eine internationale Prüfung auf dem Borgberg. Seit 4 Wochen reitet sie die Pferde des ukrainischen Millionärs Alexander Onischenko und erwischt hier einen perfekten Start mit ihren neuen Pferden. Penelope, du bist das erste Mal hier in Hagen und offensichtlich in guter Form. Denn wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du bis jetzt 5 fehlerfreie Runden hier gedreht. Richtig? Ich glaube ja. Ich habe neue Pferde und ich fühle mich gut mit ihnen. Ich denke, Inter ist ein großartiges Pferd für die Zukunft und er wird die größten Prüfungen gehen können. Das erste Mal bei Horses and Dreams am Start. Was ist dein Eindruck? Es sind viele deutsche Reiter hier und alle sind sehr nett. Ich freue mich, hier zu sein. Unter den Top-Reitern auch Lorenzo De Luca. Der 31 Jahre alte Süditaliener ist derzeit mega erfolgreich. Letzte Woche noch drehte er auf der Global Champions Tour Etappe in Shanghai eine makellose Runde nach der anderen und war immer top platziert. Er reitet für den belgischen Premiumstall Steffex. Lorenzo, du bist in Spitzenform. Wir haben letzte Woche von dir tolle Runden gesehen bei der Global Champions Tour Etappe in Shanghai. War das ein Top-Turnier für dich? Ja, das war schon ein sehr gutes Turnier für mich. Meine Pferde waren super drauf und jetzt Hagen, da versuchen wir natürlich auch das Beste zu geben. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier bei Horses and Dreams in Hagen. Was ist dein Eindruck in diesem Jahr von unserem Partnerland Jordanien? Das ist ein super Turnier wie jedes Jahr. Alle geben hier das Beste und machen ein wirklich tolles Event draus und wir wollen natürlich auch versuchen, jetzt gute Ergebnisse zu erzielen. Auch er zählt zu den 50 Top-Reitern der Welt. Der Schweizer Eidgenosse Pius Schwitzer. Ja, ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen, dass dieses Turnier auch ein gutes Turnier ist. Sehr gute Bedingungen mit dem Platz, mit dem Sandplatz, mit den Stallungen. Und natürlich die Familie Kasselmann sind sehr sympathische Leute. Und ein besonderer Gast aus dem Partnerland Jordanien, Ibrahim Bisharat. Ibrahim, du warst für Jordanien beim Weltcup-Finale in Paris erst vor wenigen Tagen und bist für dein Land schon 3-mal angetreten bei den Olympischen Spielen in Athen, London und Beijing. Bist du also der erfolgreichste jordanische Springreiter? Nein, vielen Dank. Ich bin sehr glücklich über das, was ich bisher erreicht habe. Aber es gibt viele junge, talentierte Reiter in Jordanien, die nachkommen. Und auch Prinzessin Haya hat schon bei den Olympischen Spielen in Sydney teilgenommen. Und ich hoffe, dass viele junge jordanische Reiter es auf dieses Level schaffen und Jordanien so oder noch besser repräsentieren. Welchen Stellenwert hat denn der Reitsport in deinem Heimatland Jordanien? Pferde sind Teil unserer Kultur und wir sind sehr bekannt für arabische Pferde und die Zuchtwettbewerbe und das Distanzreiten. Der Springsport ist in der Entwicklung und wächst von Tag zu Tag. Und wir hoffen, dass es so weitergeht.
Horses and Dreams meets the Royal Kingdom of Jordan. Was bedeutet dieses Event für dich? What is your impression? Of course, this is a great opportunity. Es ist eine großartige Chance, als jordanischer Reiter hier teilzunehmen. Es ist ein tolles Turnier von Familie Kasselmann. Jeder kennt das Turnier und es ist fantastisch, dass Jordanien dieses Jahr Gastland hier ist. Ich hoffe, wir können unser Land gut repräsentieren. I hope we can represent our country in a good way in this show.